erstaunlich anders sein oder wenn immer nur verschlimmbessert wird. Einerseits leben wir davon, dass wir lernen, und lernen tun wir dadurch, dass wir etwas probieren im einfachsten Fall und dann funktioniert es. Und wir probieren weiter und es funktioniert nicht und dann funktioniert es wieder nicht und dann funktioniert es. Und auf diese Art und Weise lernen wir. Wir lernen die Schritte, warum es funktioniert und so ein Stückchen weit, warum es nicht funktioniert. Und das ist der Grund, um es ganz einfach auszudrücken, warum wir gewohnt sind als Menschen, die Dinge immer wieder anzugehen, wie wir es gewohnt sind, wie wir konditioniert sind, wie wir es also gelernt haben. Das heißt, wir sind immer in der gleichen Materie drin, in dem gleichen Prozedere drin und verbessern daran etwas und optimieren es. Und dann findet es seinen Weg. So weit ist es gut und so weit ist es in unserem Leben ganz wichtig. Aber es gibt Situationen, es gibt Zeiten, es gibt Umstände, die wir nicht vollkommen kalkulieren, die wir nicht vorausschauen können, die passieren, wo etwas erstaunlicherweise nicht besser wird oder optimaler wird, sondern schlimmer wird. Wo wir uns wirklich immer wieder fragen müssen, haben wir da etwas nicht verschlimmbessert oder sind wir drauf und dran, etwas ungünstiger zu machen, unfreier zu machen, was auch immer das ist? Also in dem Sinne, dass du eigentlich nicht damit zufrieden bist oder die Menschen nicht damit zufrieden sind, sondern dass dann noch mehr Probleme entstehen. Also die Frage ist immer wieder in der Abwägung, kriegen wir einen echten Gewinn? In dem Sinne, dass es uns anzieht, dass wir freudig sind, dass wir zufrieden sind? Oder ist das kein Gewinn mehr und es wird immer komplexer und komplizierter, wie zum Beispiel die Welt, in der wir alle miteinander leben, die sehr, sehr komplex ist, die geradezu hoch und höchst komplex ist heutzutage, egal wo wir hineinschauen. Ob das der Schulunterricht ist, die Erziehung ist, ob das die Digitalisierung ist, ob das Maschinen sind, ob das die Medizin ist, ob das diese entscheidenden ethischen Fragen für Menschen sind und so weiter. Wir glauben oft, ja, es ist sehr wichtig und wir müssen uns damit beschäftigen. Aber eine Tatsache ist doch, dass alles sehr komplex ist und kompliziert und dadurch schwierig zu durchschauen ist. Und vor allen Dingen in dem persönlichen Umgang, in dem du dann oft entfremdet bist und vielleicht eine gewisse Strecke siehst oder deine Arbeit tust, aber den Gesamtzusammenhang da nicht mehr begreifen kannst. Und das macht uns als Menschen unfrei und es macht uns als Menschen auch durchaus immer wieder unglücklich. Und das Gleiche oder Ähnliches erleben wir in Argumentationen, wenn wir miteinander umgehen. Wir haben Konflikte und Konflikte sind etwas ganz Normales im Leben. Und wir lösen diese Konflikte dadurch, indem wir sie zum Beispiel analysieren, indem wir uns darüber im Klaren werden, warum etwas so ist. Und dann gehen wir an die Sache ran. Und das funktioniert auch und funktioniert zu einem Teil, aber natürlich nicht vollkommen. Und dann denkst du irgendwann mal, du erwischst dich bei dem Gedanken oder geradezu der Inspiration, ich müsste was ganz anderes tun, was vollkommen anderes. Also nicht das Gleiche. Im Sinne dieses Verschlimmbessernden, den Ausdruck gibt es ja gar nicht, aber der ist ganz schön als Neologismus, weil er eben diese Sache schön beschreibt und wo man merkt, wir kommen da eigentlich nicht mehr weiter, das ist irgendwie vollkommen verfahren. Das geht irgendwie gar nicht mehr und das hat auch wirklich bewiesen und gezeigt im Ablauf, in den ganzen Prozederes, die man vorgenommen hat, dass es nicht funktioniert und dass man es besser beiseite legen sollte und etwas ganz Neues machen sollte. Also wie ein Erfinder, der etwas eine Zeit lang erfindet und daran scheitert und dann wieder Fortschritt hat und dann wieder scheitert, Fortschritt hat, also im Sinne dieser angesprochenen Konditionierung. Aber dann eines Tages der berühmte Tag kommt, vielleicht sogar nach langer Zeit, 3, 4 Jahren, wo er sich eingestehen muss, dass das Ding gescheitert ist und dann gibt er seine Erfindung auf. Das ist ein schönes Beispiel vielleicht dafür. Und dann macht er eine neue Erfindung. Das bedeutet ja nicht, dass er in seinem Leben gescheitert ist und dass er sich damit identifizieren muss und die Schuld auf sich nimmt und sich dann umbringt, sondern es gibt dann was anderes. Es ist wie Einschlafen und Aufwachen
und erstaunlich toll aufwachen und die Sache ist weg. Das Problem, das du gestern Abend oder die ganzen Wochen noch hattest, ist weg, einfach indem du geschlafen hast. Erstaunlicherweise tiefst geschlafen hast. Und was wissen wir schon, was im Schlaf passiert? Was wissen wir schon, was in unserem Leben passiert, was uns immer wieder loslassen lässt? Und das Loslassen spielt ja die entscheidende Rolle. Also etwas bis zu einem gewissen Grad, in einer gewissen Beharrlichkeit, in einer gewissen Geduld zu verfolgen und zu tun und es dann einfach schlichtweg sein zu lassen, sich umzudrehen und etwas anderes zu tun. Und das bezieht sich dann auch auf das erstaunlich Anderssein. Jemand, der erstaunlich anders ist, der analysiert nicht weiter, der geht nicht weiter in einen Diskurs hinein, eine ewige Auseinandersetzung, in eine ewige Konflikthaftigkeit, in eine Zermürbung, in Zermürbungsprozesse hinein, sondern der tut etwas erstaunlich anderes, was gar nicht in dem Zusammenhang mit dem bisherigen stehen muss, sondern was in dem Sinne vollkommen neu ist und anders ist. Also aufzuhören und wieder neu anzufangen. So wie der Mensch, der eben vollkommen trostlos eingeschlafen ist oder eine depressive Episode hatte und eines Tages ist er wieder raus aus der depressiven Episode, weil die Dinge passieren, ob wir wollen oder nicht, sie geschehen einfach nur, nicht nur durch uns, sondern vor allem mit uns und in uns. Und dann ist etwas erstaunlich anders. Dann hast du dich befreit von diesem Ballast, der dich gedrückt hat und zerdrückt hat und nur noch Leid geformt hat. Und dann bist du erstaunlich anders. Erstaunlich anders bedeutet, man macht plötzlich einen Witz oder es fällt einem Witz ein. Ganz spontan. Erstaunlich anders ist das Spontane. Das Plötzliche, das Mysterium des Einbrechenden, positiv Einbrechenden in unser Leben. Das ist wichtig. Plötzlich geschieht etwas, unvorhersehbar und unplanbar, unvorhersagbar. Aller Wahrscheinlichkeit widersprechend und diesem ganzen Kram, den wir so als Menschheit, ich habe neulich ein Audio gemacht über Zahlen, in dieser ganzen Statistik, die wir stets und ständig bedienen, gemacht haben. Ich meine, es hat seinen Wert, es hat seinen Platz, aber es ist auch sehr schnell begrenzt. Und dann bist du plötzlich erstaunlich anders und du lässt dir etwas frei und in dieser Freiheit entsteht etwas. Plötzlich fangen wir wo ganz anders an. Wir sind noch zusammen, wir lieben uns, wir werden uns keinen Krieg um die Ohren schlagen, sondern wir fangen woanders an. Und das ist interessant. Wenn etwas zum wiederholten und aber wiederholten Male, zermürbenderweise, immer wieder so schlecht ist und schwierig ist, dann ist es an der Zeit, sich aufzumachen, etwas erstaunlich anderes entstehen zu lassen. Ich betone, entstehen zu lassen. Etwas, das du nicht erwartest, das aber plötzlich da ist. Und die Dinge sind immer da. Sie hängen nicht mit uns als Persönlichkeiten zusammen. Nicht unbedingt. Sondern sie sind da. Plötzlich sehe ich etwas anderes. Plötzlich bin ich erstaunlich anders als in meiner bisherigen Konditionierung und den Möglichkeiten, die ich erachtet habe. Und dann kommen wir vielleicht aus dem sogenannten Verschlimmbessernden heraus. Wir kommen heraus, weil wir nicht ewig in den gleichen Zwängen drin sind, in den gleichen Bürokratien, in den gleichen Gesetzestexten und Gesetzeshecken und Verstrickungen, die passieren, was auch immer es ist, in den gleichen Maschinenprotokollen, Programmierungsschwierigkeiten und all dem oder in der gleichen Politik, in der Verbissenheit eines Pro und Kontras und daraus resultieren vielleicht so ein Scheindiplomatie, also eine Diplomatie zum Schein, ich tue als ob. Ja? Und ich habe oft den Eindruck in der heutigen Zeit, dass viele Menschen zwar bemerken, was los ist, was eigentlich los ist, aber sich den eigentlichen Themen nicht stellen wollen. Und dieses eigentlich erstaunlich anders Sein
so unverfroren erscheint und unmöglich erscheint, dass man es lieber nicht tut, aber immerhin sich auf den Weg macht und sagt so, ich verspreche euch, wir verändern das und das. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich keine Veränderung. Das ist zum Beispiel das, was mir in der deutschen oder überhaupt auch in der internationalen Tagespolitik immer wieder auffällt. Es ist nicht wirklich der Wandel, den wir alle fühlen, dass er notwendig ist. Wir wissen doch gar nicht, wie der Wandel geht. Und dann machen wir mal so ein Gesetz und wir versprechen vor allen Dingen sehr viel. Es wird sehr viel geredet und versprochen und erörtert und in Institutionen abgestimmt und da ein Gremium geschaffen und all dieses. Aber es passiert nicht wirklich eine Veränderung. Die wirkliche Veränderung, die passiert ohne uns. Die passiert vom Schicksal, von unserer menschlichen Schicksalhaftigkeit her, die uns sehr wohl lehrt, was los ist und was wir endlich tun müssen und tun zu haben. Das ist interessant. Und da lohnt es sich immer wieder, erstaunlich anders zu sein. Erstaunlich anders als das bisherige. Plötzlich löst du etwas wie, meinetwegen, diese, was bekannt ist von, oder was dem zugesprochen wird, dem Alexander, dem Großen, aus der Historie heraus, der diesen gordischen Knoten durchgeschlagen hat. Alexander war sehr wild, ja, also in der Hinsicht sehr kriegerisch natürlich. Das meine ich jetzt nicht unbedingt auf das Kriegerische beziehend, aber erstaunlich plötzlich anders zu sein und hiermit einen Impuls zu setzen, der Initiierendes und Initiales zündet, damit überhaupt eine Chance besteht, etwas Neues geschehen zu lassen. Also diese Überwindung in jedem von uns, tagtäglich, in der Tagtäglichkeit, egal wo du hinschaust, um so etwas geschehen zu lassen, erstaunlich anders zu sein, plötzlich erstaunlich nachzugeben oder erstaunlich hart zu sein, was auch immer notwendig ist, aber es braucht ein erstaunlich anders zu sein, was auch nichts mit dem zu tun hat, mit was man sich da eben konflikthaft, problematisch beschäftigt. Es muss nichts damit zu tun haben, sondern es ist ein Weitermachen, aber in einem anderen Sinne, in einer erstaunlichen Veränderung, in einem erstaunlichen Wandel, in einer erstaunlich neuen Möglichkeit und neuen Möglichkeiten. Darum geht es. Erstaunlich anders sein oder wenn immer nur verschlimmbessert wird.